Punkt 1. Eine kleine Fragerunde zum Aufwärmen. Wie kann es sein, dass so viele junge Männer zwischen 20 und 35 Jahren ihre kriegsgebeutelte Heimat und damit ihre Familien verlassen, um nach Mitteleuropa zu laufen, gerade jetzt? Warum nehmen wir nicht 1 Million Ukrainer auf? Haben nicht deutsche Politiker mit deutschen Steuergeldern Faschisten in der Ukraine beglückt? Ist es okay, dass das Grundgesetz geändert werden soll, damit die Neubürger kein Recht auf einen Mindestlohn haben? Und dreimal dürfen sie raten, wer dann in Hartz IV geparkt wird? Kommt es Ihnen denn gar nicht komisch vor, dass sogar der libanesische Innenminister vor IS-Kämpfern unter den Flüchtlingen gewarnt hat und die Regierung immer noch nichts unternimmt? Ist es gerecht, dass ein Mann seine thailändische Frau nicht nach Hause holen darf, wenn sie nicht für den Aufenthalt von 4 Wochen krankenversichert ist und er ein Dokument unterschreibt, dass für alle etwaigen Schäden, die durch die Frau entstehen könnten, er vollständig in Haftung genommen werden kann, während Zehntausende Fremde und nicht Registrierte täglich über die deutsche Grenze kommen, ohne dass man auch nur einen Blick durch die Polizei in deren Rucksäcke wirft? Finden Sie es gut, dass Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch 2 unter Androhung von Sanktionen die Exkremente von Neubürgern in deren Heimen von der Wand wischen dürfen? Kommt Ihnen nicht der Gedanke, dass es vielleicht widersprüchlich sein könnte, dass Syrien Sanktionen von der EU reingedrückt bekommt, während die Vereinigten Staaten von Amerika deutsche Waffen für IS-Kämpfer mit Flugzeugen abwerfen, aber man sich im Fernsehen Sorgen über syrische Flüchtlinge macht? Wird Ihnen nicht komisch beim Gedanken, dass 2/3 der deutschen Kommunen unter Zwangsverwaltung stehen, weil sie zu hoch verschuldet sind, aber sie trotzdem vom Bund zinsfreie Kredite für die Unterbringung von Flüchtlingen aufnehmen müssen, obwohl sie gar keine Schulden mehr machen dürfen? Wo sind eigentlich die Inhaber der hunderten Klöster mit Speise- und Schlafsälen für die armen Bedürftigen? Davon habe ich in den Nachrichten noch gar nichts gehört. Sie vielleicht? Warum stehen in Saudi-Arabien 100.000 klimatisierte Zelte mit Lautsprechern für Gebete für insgesamt 3 Millionen Gläubige, aber das Land selbst bis jetzt hat nur 17 Flüchtlinge aufgenommen? 17. Wo ist die Bundeswehr, die bei jedem Deichbruch Sandsäcke werfen durfte? Warum werden so viele freiwillige Helfer benötigt, wenn wir fast 200.000 Superhelfer in den Kasernen hätten? Und warum werden die Flüchtlinge zu einem nicht unerheblichen Teil in alte Bundeswehrkasernen eingepfercht? Warum verteilen Linke Stoffteddys an Bahnhöfen und treiben sich auf Gegendemos herum, während sie im Fernsehen nicht einmal die Ursache, nämlich Krieg, angesprochen haben? Wieso werden im 21. Jahrhundert Menschen, die Angst vor Überfremdung, Gewalt, Kriminalität und Verlust der Sicherheit im eigenen Land haben, im Fernsehen als Dunkeldeutsche, Rassisten oder Nazis bezeichnet? Können Sie mir eine einzige Sendung oder ein Format in den Qualitätsmedien nennen, in dem mindestens 2 Beteiligte eine sachliche, unemotionale, unmanipulative Herangehensweise des Themas vorgetragen haben, indem sie alle Fakten und Hintergründe beleuchteten und nicht als Pack- oder Wutbürger bezeichnet wurden? Punkt 2. Der geplante Fall des Systems. Jeder, der sich mit dem Finanzsystem auch nur im Ansatz beschäftigt, bemerkt sofort, dass da was nicht stimmt. Da stinkt was ganz gewaltig. Die Zinsen für die Kredite, also der Erschaffung des Geldes, werden erst gar nicht mitgeschöpft bei der Geldausfuhr. Eine wahrnehmungsvernebelnde Spirale von Ungleichheit, Macht, Kontrolle, Zerstörung und Schuldknechtschaft wird losgetreten. Die Masse des Volkes, uninformiert, unfrei und armdumm gehalten, wird ins Elend getrieben und wehrt sich nicht mehr. Die Reichen werden noch reicher durch die Arbeit der Fleißigen, denen man alles mittels staatlicher Gewalt nimmt und der Politikerkaste in den nimmersatten Hals schmeißt. Aber die EZB-subventionierte Börse feiert ein Hoch nach dem anderen. Und der GEZ-bezahlte Mainstream beklatscht das monetäre Spektakel,
und verkauft uns diese von den Realwirtschaft entkoppelten Zahlen als Konjunkturbelebungsbarometer allererster Güte. Noch. Denn in der Natur wächst nichts bis in den Himmel hinein. Irgendwann ist für die Auserwählten Zahltag und der kleinpoplige Aktienkäufer sowie alle Nichtsblicker an der Aktienwechselzentrale werden gemolken wie eine italienische Hochleistungskuh. Dann kommt Schwung in die Geschichte, der Pfeil rast nach Süden, denn die Guthaben des einen werden immer die Schulden der anderen sein. Die Mächtigen im Hintergrund zanken sich auch dort wie cholerische Kinder auf dem Spielplatz. Bemerkt doch ein jeder, dass nicht alle Gewinner sein können. Also müssen einige weichen. Das Bankster-Armeen greifen souveräne Staaten an, um Rohstoffpreise zu drücken. Spiel kann nicht auf ewig weitergezockt werden von den Feudalherren der Großunternehmerlogen auf der ganzen Welt. Ist ja kein Land mehr da, das freiwillig mit den Ami-Truppen Krieg um Öl spielen will. Nun ist der atlantische Wall Street-Tölpel auf eine letzte verzweifelte Idee gekommen. Europa muss bluten, damit Amerika leben kann. Die Deutschen hätten sich doch fast mit den Russen vertragen und deren Bodenschätze mit westlichem Know-how gepaart. Das darf unser sternchengestreifter Bruder doch nicht zulassen, wäre er doch voll außen vor. Das Krankimpfen hat nicht geklappt, der Dritte Weltkrieg will in der Ukraine nicht richtig zünden, kann ja keiner ahnen, dass die nicht auf ihre eigenen Familien schießen wollen. Jetzt muss der europäische Kontinent in Schutt und Asche gebürgerkriegt werden, damit man den seit Ewigkeiten geplanten Reset-Knopf drücken kann, ohne aufzufliegen. Denn warum, weshalb und wieso, fragt im Kriegsfall keiner mehr. Und die Eingeweihten an der Börse? Sie wissen ja, man soll kaufen, wenn die Kanonen donnern. Europa ist so schön billig, wenn's in Trümmern am Boden liegt. Punkt 3. Der Umbau auf der Bühne. Natürlich will man die Welt durch Ordnung aus dem Chaos in die neue Weltordnung hineinmanövrieren. Dazu probt man in Spanien das: Wie reagiert der Bürger, wenn man ihm einen Maulkorb verpasst und die Versammlungsfreiheit einschränkt? In Schweden? Was passiert, wenn alle nur noch mit elektronischem Geld bezahlen dürfen? Und in Griechenland? Die totale Enteignung durch Papi Staat. In Deutschland die Zerstörung der Kultur und der nationalen Identität. Und wenn hier in Europa die Hölle losbricht, die Eurogent-Fonds aus dem verstaubten Schrank gekarrt wird, um auf die Bürger loszuballern, ein frecher Banker versehentlich alle Eurokonten löscht und die Reset-Taste gedrückt wird, werden alle noch für sich stehenden spanischen, schwedischen, griechischen und deutschen Gesetzen zusammengeführt und der, der zum Schluss noch übrig bleibt, darf von morgens bis abends für die Faschisten der Elite schuften mit einem Maulkorb, einem elektronischen unter die Haut implantierten RFID-Bezahlchip, kein Recht auf Eigentum, dumm, kultur- und identitätslos dahinvegetierend. Und wehe, du sagst etwas dagegen, dann kommst du in ein europäisches Toleranz-Bootcamp, wo du von früh bis spät Gehirn gewaschen wirst oder getötet, je nach Lust und Kalenderjahr. Der Umbau auf der Bühne ist im vollen Gange. Päpste, die zurücktreten müssen, weil sie eine Anzeige wegen rituellen Kindermord erhalten haben, Banker, die sich im Wochentakt aus Hotels auf die Straße stürzen, Politiker, die ihre Klapprechner samt Kinderpornodateien in der Eisenbahn vergessen haben, und eine Angela Merkel, die für die Politik der Vereinigten Staaten arbeitet. Alles Dinge, die sie jetzt in den Lizenzmedien hören, sehen und lesen dürfen. Ja, in einer neuen Weltordnung braucht man diese nützlichen Idioten nicht mehr. Da gibt es dann einen Monarch und wir dürfen alle wieder jubeln. Doch bis dahin wird an der öffentlichen Zurückbauung der Abgeordneten gearbeitet. Doch wie kriegt man ein Volk dazu freiwillig, mit ein bisschen Nachdruck, die eigenen Politiker auf der Straße zu erschlagen? Richtig. Der Hellseher Alois Illmeier hat es schon vor über 50 Jahren beschrieben. In den Endzeiten werden viele Fremde ins Land kommen. Auch Nostradamus schrieb einst: Heuschrecken werden über das Wasser kommen, vom günstigen Wind begleitet, aber es werden keine Tiere sein,
Sie werden ganze Landstriche plündern, Gefangene nehmen, Tod zurücklassen. Lest es selbst in 3-82 des Olivier de Nostradamus. Punkt 4. Das kommende Großereignis Tag X. Wahrscheinlich können sich die Hartgeld, Uncut News, Nachtwächter, Deutsche Wirtschaftsnachrichten, King World News und MM News Leser, Terraherz-Schauenden und Honigmänner und alle anderen Blog-Interessierten denken, was jetzt kommt. Der Tag X. So genannt, weil keiner weiß, wann er genau eintreten wird. Morgen, in einer Woche oder doch erst in einem halben Jahr. Fakt ist, er wird kommen. Weil die Ideologien nicht mehr greifen und das Vertrauen in den Euro und den damit verbundenen Papierwährungen grundlegend schwinden. Oder ein verrücktes messianisches Endzeitsektenmitglied meint, dass es jetzt loszugehen hat und den roten Knopf drückt. Die Börsen werden weltweit crashen, der Dollar-Euro fällt ins Bodenlose, der Goldpreis kann nicht mehr manipuliert werden und steigt ins Unermessliche, genau wie der Wert von Nahrungsmitteln, Wasser, Heizung und anderen Sachen des täglichen Bedarfs. Die Banken bleiben geschlossen, Geldabhebungen und Überweisungen sind nicht mehr möglich, Kaufhäuser und Ämter schließen, der Fernseher bleibt schwarz, im Radio nur Rauschen, Notrufe können nicht mehr abgesetzt werden, Angst und Panik machen sich breit und die Fackeln der Hungernden werden den Nachthimmel Europas beleuchten. Dann kann das große Schlachten losgehen und die Dunkelmächte samt Reptus auf diesem Planeten können sich den Sabalatz umbinden und sich freuen auf das, was da kommt. Bis dahin sind die perfekten Sündenböcke zu Hunderttausenden schon da, damit die Elite mit ihren Jets nach Paraguay und Neuseeland in Richtung Sicherheit fliegen kann. Und du darfst um dein nacktes Überleben kämpfen, gegen eine Armee von kampferprobten Kopfabschneidern, ausgerüstet von den üblichen Verdächtigen mit Schnellfeuerwaffen und allem, was dazugehört. Doch das Drehbuch ist schon längst fertig und der König wird emportreten und die magischen Worte sprechen: Ihr seid jetzt alle meine Untertanen. Und du wirst alles tun, was er sagt, weil das immer noch besser ist, als zu frieren und zu hungern. Die neue Weltordnung ist installiert und du wirst für immer ein Sklave des Systems sein. Bist du ja jetzt auch schon, ich weiß, aber glaub mir, das kann man noch steigern. Punkt 5. Die Lösung ist so einfach. So einfach. So einfach. So einfach.